Der UN-Migrationspakt soll eine reguläre Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften regeln. Ich bin für ein qualifiziertes Bildungswesen für unsere eigenen jungen Menschen im Land und nicht für eine gezielte Abschöpfung von Fachkräften aus anderen Ländern, die ihre qualifizierten Leute selbst brauchen. Menschen wie Handelsware zu benutzen als Humanressourcen, Humankapital, bezeichne ich als moderner Menschenhandel, als ein Umsiedlungsprogramm, welches die europäische Kultur und Identität zerstört und einwandernde Menschen heimat- und wurzellos macht. Die Bürger werden ihrer Sicherheit, aber auch ihrer Freiheit beraubt. Denn ohne Sicherheit keine Freiheit. Dieser Pakt ist völkerrechtswidrig, unsozial und deswegen weg damit. Ich bin gegen diesen Pakt, da dieser 2015 bereits erfolgte illegale Migrationswelle legitimieren soll. Die durch den Pakt legalisierte weitere Welle von Millionen von Menschen können unsere Sozialsysteme nicht stemmen. Insbesondere im Gesundheitswesen kommen weitere unkalkulierbare Kosten auf uns zu. Bei uns bereits ausgemerzte Krankheiten werden nun vermehrt wieder eingeschleppt. Auch durch kontrollierte Zuwanderung ist das ziemlich bald nicht mehr kontrollierbar. Die Behandlung eines zum Beispiel an TBC-Erkrankten kostet gut 100.000 Euro, zumeist ohne Heilungschancen, wenn die Behandlung nicht regelmäßig durchgeführt wird. Da dieser Pakt ja angeblich nicht bindend ist, brauchen Sie ihn auch nicht zu unterschreiben. Also weg damit! Versäumt, die Bürger vollumfänglich darüber aufzuklären, was mit diesem Pakt auf uns zukommt. Deshalb müssen wir das jetzt tun.